Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Svea wird bald 4. Das ist schon echt krass, dass sie schon 4 wird. Dass es schon der zweite Geburtstag ist, den wir hier in der Wohnung feiern. Ganz abgesehen davon, dass Vinci jetzt ja auch noch in die Schule geht. Also bei mir ist gerade, ja, ist gerade ganz viel los. Also, Svea wird 4. Und es gibt eine Sache, die sie sich ganz arg gewünscht hat, und zwar ein Fahrrad. Und Vince hat damals auch mit 4 Jahren angefangen, Fahrrad zu fahren, und deswegen werde ich das bei Svea auch so machen. Und sie bekommt ihr Fahrrad. Das habe ich auch schon besorgt vor ein paar Wochen. Und natürlich gibt es aber auch noch so ein bisschen Kleinkram dazu. Das Fahrrad schenke ich zusammen mit meiner Oma zum Beispiel. Und ich möchte euch heute gerne noch zeigen, was sie sonst noch bekommt und warum ich das ausgewählt habe. Das erste ist, also dieser erste Eiskönigin-Hype ist an uns vorbeigegangen. Und kurz bevor der zweite Film rauskam, ging es aber auch so langsam bei uns los. Und das und der zweite Teil von Die Eiskönigin war Sveas erster Kinofilm. Der erste Film, wo wir zusammen ins Kino gegangen sind, und seitdem ist sie hat schon Socken von Die Eiskönigin und sie möchte aber bitte nur die Olaf-Socken anziehen. Anna interessiert sie überhaupt nicht, also Elsa und Olaf, das sind so die beiden. Und deswegen wird sie einen Olaf von mir bekommen. Svea ist tatsächlich auch ein Kind, was Kuscheltiere nutzt. Also Vince war ein Kind, Kuscheltiere sind dem am Arsch vorbeigegangen. Es hat den überhaupt nicht interessiert. Svea interessiert sich für Kuscheltiere, die spielt mit denen, die bepampert die, die nimmt die, die schleppt die mit sich rum. Also das ist was, was man ihr definitiv schenken kann. Und deswegen gibt es unter anderem einen Olaf. Übrigens, die Sachen, die ich euch jetzt zeige, sind wieder in Kooperation mit dem Toy Fan Club entstanden. Und ich verlinke euch alle Produkte wieder unten in der Infobox. Dann gibt es etwas, kennen sicherlich auch viele, und zwar PJ Masks. Und zwar ist natürlich Eulette. Und es ist wirklich so, so genial. Im Kindergarten spielt sie mit ihren Freunden PJ Masks. Da kann sie einem dann immer erzählen, wer wer war. Sie war natürlich immer Eulette. Und dann erinnert man sich so daran, dass man das früher auch gemacht hat. Ich meine, wir haben Sailor Moon und Mila gespielt und Gargoyles. Das waren so die Sachen, die wir nachgespielt haben. Heutzutage sind es halt die PJ Masks. Und ich habe jetzt hier genommen das Fahrzeug von Eulette, den Eulengleiter, ich kenne mich sogar aus, mit einer Eulette-Figur, die das kann fahren. Das fand ich eigentlich ganz süß und ganz nett, und da wird sie sich sicherlich darüber freuen. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ich weiß nicht genau, wen ich hier beschenke, ob ich meine Tochter oder mein inneres Kind beschenke. Es ist nämlich etwas, das hätte ich als Kind auch super gerne gehabt. Und bei Svea ist das richtig gut aufgehoben. Also die ist so ein klassisches Mädchen, die sich gerne schminkt, die mir gerne die Haare kämmt, die so diesen ganzen Krempel unglaublich gerne macht. Und deswegen bekommt sie von mir ganz klassisch, ja, einen Frisier- und Schminkkopf. Das ist jetzt My Girl Hair and Make-up. Hier unten hat man sogar schon so ein paar Vorschläge, was man da machen kann. Und ich bringe halt nun mal leider keine langen Haare mit, an denen sie das irgendwie viel machen kann. Meistens darf sie meine Haare nicht mal durchkämmen, weil wenn ich Locken habe, dürfen die nicht durchgekämmt werden. Dann darf sie auch leider meine Haare nicht kämmen. Und dann hat sie jetzt halt endlich was, wo sie kämmen kann, wo sie Spangen reinklipsen kann und Haargummis. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und die kann halt auch geschminkt werden. Also was bringt die so mit? Die bringt Haargummis und Spangen mit und einen Kamm für die Haare. Und beim Make-up ist da Rouge und Lidschatten und Pinsel entsprechend und Lippenstift mit dabei. Und wir haben auch noch mehr Make-up-Krempel. Also ich habe dann irgendwann angefangen, dass Svea tatsächlich auch ihr eigenes Make-up hatte, weil ich partout nicht wollte, dass sie meins benutzt. Versteht, glaube ich, auch jeder. Und dann hat sie jetzt so mittlerweile ihre eigene Schminksammlung aus Labellos und Lippenstiften und ganz viel Lidschatten und Lipgloss und so einem ganzen Krempel. Und jetzt kann sie das halt auch an der Puppe anwenden und sieht dann selber nicht mehr aus wie so ein Indianer. Und ich denke, da wird sie sich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Genau.
Und ansonsten gibt es dann natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten und Klamotten werden sicherlich wieder dabei sein. Aber das sind so die großen Sachen, das Fahrrad und diese drei Sachen, die sie bekommt. Zu ihrem vierten Geburtstag. Ich verlinke euch die Sachen wieder alle unten in der Infobox. Hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!